Bist du mal go, Kunstflug machen? Kunstflug? Meinst du Kunstflug? Das, wo man. Nochmal! Wie viel G hat es gehabt? Weil das, haben wir auch müssen filmen. Wie Bungee Jumpen sind wir ja noch Akrobatik fliegen. 7,5. Und das ist ja auch unglaublich. Vor allem, das sind ja ähnliche Fliehkräfte wie in einem Formel-1-Auto. Ja. Noch schnell. Und sie sagen ja noch, damit du eben nicht ohnmächtig wirst, wenn das Blut runtergeht, musst du so wie pressen, wie auf der Toilette, musst du pressen, damit das Blut wieder in den Kopf geht. So, und ich, Idiot, habe ja bei jeder kleinen Unebenheit habe ich gepresst. Mir ist fast die Grindplatte. Zu dem Zeitpunkt, das Bild wird im Flugzeug da bist und dann macht das Looping. Oh, bitte, wenn du das Bild hast, bitte. Ich suche es mal schnell. Ich kann das wahrscheinlich auf deiner Kamera zeigen, oder? Kannst du die Kamera rein zeigen? Weil ich weiss noch, ich bin sicher zweimal in Ohnmächtigkeit. Und er hat mich geweckt. Also weißt du wirklich, er ist runtergegangen. Also, siehst du, hat er das gemacht. Er geht rauf. Geradeaus rauf. Ich denke, okay, wie lange will ich das noch machen? Stellt einfach den Motor ab. Einfach dumm. Es ist einfach still. So, und das Flugzeug geht ab. Es geht so. Und ich denke, ja, in einer Schufe ziehen, dann stellt es gerade, lädt den Motor an, holt mehr Geschwindigkeit und macht so ein Looping, wo eben er sagt, das bringt bis zu 10 G oder 11. Also ich schaue auf den Tacho dort und du merkst erst, wenn du umgehst, wenn es spät ist. Weil es wird alles schwarz und erst, wenn es da ist, habe ich gemerkt, oh Scheiße, ich kann ja umgehen. Und so, weißt du, wann ich das gehabt habe? Also nur schnell, ich habe das Bild gefunden. Ja, was soll ich dir zeigen? Achte. Nein. Jesus. Sieht so aus wie der Dölf. Das sind etwa 6G oder 7, sicher. Das ist aber immer mein Anspannen. Schau mal meine... ich habe ja schon so Augensäcke. Du siehst wie ein fucking Emoji aus. Aber weißt du, wo mir das mal passiert ist? Ich weiß nicht. Also einmal weiß ich sicher noch, wo ich ohnmächtig geworden bin. Ja. Und zwar, weißt du noch, als ich auf der Bühne meinen Kopf rot gemacht habe? Extra. Ja. Beim Vujo. Das habe ich eigentlich schon ganz früh in der Schule habe ich das gemerkt, dass ich das kann. Also es ist nicht schwierig, aber die Leute sind immer so fasziniert davon, dass du pressest wie auf der Toilette und du machst immer weiter. Und dann kriegst du irgendwann einfach den mega roten Grind. So. Ja. Und ich bin vielleicht 11 oder 12, dann sind wir so in der OS, Orientierungsschule. Oh. Ja. Und danach wirklich bin ich so mit so einer Crew gesehen und die, weißt du, das ist so die Phase gesehen, jeder hat oft etwas können. Weißt du, wie ich meine? Ja. Zum Beispiel, wir haben den einen gehabt, das ist so ein Inder gesehen und da haben wir den Human Jukebox genannt. So. Ja, weil oft, sag mal irgendein Lied. Beat it, nicht so. Aber richtig gut, oder Scheiße? Der hat auf jedes Lied gesungen und hat so ein bisschen dazu Beat gemacht und hat so ein bisschen alles können, oder? Okay. Beat it. Und ich bin so der gesehen, der hat wollte Schauspieler werden. Ja? Okay, du bist der. Und dann hat sie so immer, weißt du, ist immer so, hey, jedes Lied kann er, zeig mal. Und dann ist bei mir so gesehen, ich will Schauspieler werden. Ich kann zum Beispiel den Kopf rot machen. Mach mal. Okay. Und danach bin ich so auf dem Platz auf und ich fange so an, so, und mache so meinen Kopf rot. Und dann passiert eben genau das, wie beim James Bond, wie so Golden Eye. Ja, genau, es macht so. Und ich schaue irgendwie so ein Jahr, weil sie haben wirklich so ein Kreisbild, und ich schaue so ein Jahr und mache so. Und das ist das Letzte, was ich weiß, wenn ich sie probiere zu heben. Und dann auf hinten runtergeklappt. Und es war verdammt gefährlich, weil es ist auf dem Pausenhof. Und ich habe mir den Grind natürlich noch schön am Boden angeschlagen. So dumm. Auf jeden Fall. Also nachträglich haben sie mir gesagt, vielleicht so 30, 45 Sekunden sei ich weg gewesen. Was noch lang ist, Alter. Ich schaue viel MMA. Gell? 30 Sekunden ist lang. Und ich bin wirklich anscheinend, also das weiß ich dann wieder, ich wache so offen, du siehst einfach so 9 bis 11 Köpfe, was so oben runterschauen. Und dann sagt der eine so, oh, mega gut gespielt.
Ich hätte mega gerne gern dort so, so die Confidence gehabt zu sagen, danke vielmals, danke. Dann bin ich so, nein, ich will am Sterben. Nein, einer von meinen besten Freunden hat hier eine Narbe, weil mit... Welcher? Kennst du den? Der Simon. Weißt du, kennst du Simon, oder? Der ein bisschen dickere, kleine. Simon Leuthard. Fat-Shaming. Fat-Shaming. Wenn du mir Nazi nennst, kann ich sagen, du bist Fat-Shaming. Oder nicht? Ich sag einfach, wie er aussieht. Auf jeden Fall, der Cyber. Es hat so ein mega dummes Spiel gehabt, wo du nimmst einen Zug vom Joint, Den gehst du runter, den gehst du rauf und den zählst bis Gott weiss was. Und erst den. Du haltest so lange drin. Und lass raus, irgendwie, es geht mega in die Blut. No, hey, ich drehe mich um, bin am Pinkeln, ich schaue wieder, ich sehe einfach wieder Cyber, seine Augen aufmacht und du siehst seine Augen machen. Zwei Sekunden später kommt er auf, hat einen Stein da innen, wo wirklich, er ist so heftig am Boden getascht, dass der Stein wirklich stecken bleibt. Er kommt auf die Augen, schält noch weiter, was ist passiert? Oh mein Gott. Seither habe ich Angst vor in Ohnmacht fallen oder so Zeug zu machen. Also ja, Kunstflug bin ich, glaube schon lange, also bin ich nicht mehr gesehen.